Auch wenn man immer sagt, Macht verdirbt den Charakter, das ist nicht der Fall. Macht zeigt den Charakter. Also konstruiere ich Situationen, die den Charakter zeigen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode zu Fastlane Recruiting. Mein Name ist Martin Hagen und heute sprechen wir über ein Thema, ja, da bekommen die meisten große Ohren. Es geht um Lügenentlarven, es geht um Psychopathen und so weiter. Und dazu habe ich eine wahre Expertin eingeladen, die Susanne Krieger-Langer. Jetzt spannend ist, wenn ich dich bei meinem Team so gefragt habe, oder andersrum, ich habe gesagt, ja, ich habe einen neuen Interviewgast. Dann haben sie gefragt, ja, wer kommt? Dann sage ich, ja, die Susanne Krieger-Langer. Wer? Und dann habe ich gesagt, ja, die Frau mit den schwarzen Haaren und den roten Lippen. Ah! Also, ich bin erstaunt, wie sehr man dich kennt aufgrund von deinem markanten Aussehen. Das ist natürlich auch ein Markenzeichen. Jetzt, bevor ich da jetzt aber länger drauf losrede, liebe Susanne, möchtest du einfach mal in kurzen Worten erklären, wer du bist und was du machst? Ja, ich bin Profiler Susanne. Und viele denken, oh, Profiler ist ja eine tolle Marke, tolle Idee, um sich zu vermarkten. Nein, ich bin tatsächlich Profiler, das heißt, ich ermittle. Mhm. Und auch wenn es hier um den Recruiting-Prozess geht, das ist gar nicht unser Hauptaugenmerk. Mhm. Ich bin Wirtschaftsprofiler. Und wenn es um Einstellungsprozesse geht, werde ich quasi nur in Anführungsstrichen dann gerufen, wenn es um neuralgische Zentren der Macht geht. Also Top-Management, da wo man eine Blackbox machen kann, wie IT-Knotenpunkte, Controlling-Knotenpunkte oder das Vorzimmer. Da, wo wichtige Informationen durchgehen und damit letztendlich, wo die Macht hergeht, nur dann und typischerweise auch nur dann, wenn sich das Unternehmen schon mal so richtig die Finger verbrannt hat und sagt, wir haben da was erlebt, das ist ganz schlimm gewesen, das wollen wir nicht nochmal haben. Und typischerweise haben die dann was erlebt, was sie völlig out of the blue erreicht, weil sie sagen, ey, wir haben immer gut eingestellt, wir haben ein gutes Gefühl, wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren? Und ich sage es mal so als erste Faustregel schon, das konnte passieren, weil die meisten nicht auf der Hochschule des Betruges gelernt haben. Da kann man nicht sehen, was da passiert. Und dafür sind wir Profiler da. Wenn all die anderen Experten sagen, okay, wir haben unseren Werkzeugkoffer gespielt, und es gibt trotzdem noch Leute, die da durchkommen, dann sind wir Profiler gefragt. Also wir sollen wirklich dann die bösen Buben aussortieren. Okay, jetzt bevor wir in das Thema einsteigen, stellt sich für mich die Frage, wie wird man Profiler? Wenn wir jetzt einmal ein bisschen zurückdrehen, warst du als kleines Kind schon interessiert an Kriminalfilme oder hat sich das schon früher angedeutet? Ich glaube, als kleines Kind wollte ich Agentin werden. Und da mich schon so viele kennen, ob meines Äußeren sieht man, ich bin völlig disqualifiziert. Zumal man sieht auch, was ich denke. Also wenn ich wütend bin oder so, und das darf einem Agenten natürlich nicht passieren. Die müssen unscheinbar sein. Also so Leute, wo du weißt, da war gerade einer, aber keine Ahnung, wer das war. Mhm. Und ich hatte auch recherchiert damals, als ich klein war, auf allen VHS-Kassetten James Bond, habe festgestellt, es sind die Frauen, die zuerst sterben. Und ich fand, das war kein Ziel. Also bin ich weitergegangen, habe überlegt, gehe ich in den diplomatischen Dienst, das geht nicht, weil ich so eine Krawallbürste bin, wenn ich Ungerechtigkeiten sehe, gehe ich vielleicht in den therapeutischen Sektor, ich bin auch dahingehend ausgebildet, also ich habe Pädagogik studiert und Psychologie, bin Transaktionsanalytikerin, habe dort auch erst stationär gearbeitet und habe gemerkt, das ist nicht mein Ding, weil die Profiler, genauso wie die Psychotherapeuten, genauso wie die Rechtsmediziner, die kommen am Ende der Nahrungskette, wie auch die meisten Ermittler, und räumen auf, was andere verbrochen haben. Mhm. Und mir war wichtig, hinter die Linien sozusagen des Feindes zu springen und zu sagen, nee, schon das Handwerk legen, bevor die viel Schaden anrichten können. Also ähnlich wie ihr im Recruiting das macht, die richtigen einzusortieren, damit es gut läuft. Also damit die Störungen reinsetzen würden, gar nicht erst zum Zuge kommen. Das ist auch mein Job. Mhm. Jetzt, wenn wir jetzt eben das Thema Recruiting jetzt mal aufnehmen, okay, wie kann ich im Vorhinein das schon erkennen? Also viele stellen sich mir die Frage, ja, stimmt das, was der mir da auch erzählt, wenn nur irgendwelche Geschichten, wenn ich zum Beispiel frage, erzähl mir von einem Erfolgserlebnis, von der Vergangenheit, jetzt erzählt er da das irgendwie groß und um sich selbst gut darzustellen. Irgendwo verstehen wir die Bewerber ja auch, dass sie sich gut verkaufen wollen, weil sie wollen ja den Job unterm Strich. Aber wie erkenne ich das? Labert der nur oder kann der wirklich was? Also gibt es irgendwie Anzeichen? Kann man sowas lernen? Ja, auf jeden Fall kann man das lernen.
Wir sprechen im Profiling von sogenannten Tells. Das kennen die meisten, den Begriff aus dem Poker. Also sozusagen so Micro-Inequities, so Mini-Unangemessenheiten, wo man sagt, was ist denn das? Und darauf müsst ihr gucken. Also darauf sind Profiler trainiert, zu schauen, wo passiert jetzt gerade im Mikrobereich was, was gerade nicht passt. Mhm. Und ihr könnt Lügen nicht als solch kennen, es sei denn, ich sag mal, ihr habt gut vorher recherchiert und jemand erzählt was anderes. Also er sagt, ich habe bei X studiert und war aber auf Universität Y. Ne? Das muss man dann vorher erarbeitet haben. Und ich würde sagen, das ist der wichtigste Teil, auch bei der Ermittlung, ist das die Laufarbeit, das Checken aller Daten. Mhm. Und dann, ich glaube, die Recruiter haben so ihre typischen Fragen. Und wenn ihr typische Fragen habt, das ist wie beim Kalten Krieg, ein gegenseitiges Wegrüsten, dann können die in Seminaren typisch aufgerüstet werden, dafür, mhm. dagegen, überhaupt. Und mein Ziel als Profiler ist, ich setze nur ein paar Trigger und lasse die quatschen. Also ich gebe gar nicht so viel Struktur vor, weil ich suche nach diesen Tells und die bekomme ich nur, wenn derjenige A, sich entspannt fühlt, also denkt, er hat die Oberhand oder sie, von seinen vorgefertigten Antworten weg muss und ich dann so einen Blick in diese Persönlichkeit reinbekomme. Also jetzt nicht in die Fassade. Und ja, ich glaube, ich würde auf eins sehr, sehr gerne hinweisen wollen. Es gibt immer noch die, die das sogenannte Stressinterview propagieren und sagen, ja, dann mache ich Druck und wer Schub und bababa. Und dann, wenn die sich verhaspeln, dann sehe ich, dass die das drauf haben. Also das, was gemacht wird, ist Stress. Stress macht blöd. Und typischerweise werden die, denen der Job wichtig ist, und ich sag mal so, die ganz lieben Bambis, die macht ihr total irre, die wissen gar nicht mehr, ob die Männlein oder Weiblein sind. Und die professionellen Lügner sagen, hey, danke für die Warnung, dann sage ich dir, was du hören willst und nicht, was ich bin. Also das Stressinterview ist genau das Falsche in meiner Meinung. Okay, interessant, ja. Mhm. Weil was wir suchen, wenn ich es gestalten sollte, würde ich es so machen. Derjenige rockt auf und das Erste ist, dass ich den schon mir anschaue, wenn er sich noch nicht beobachtet fühlt. Das heißt, ich gucke, wie kommt er auf dem Parkplatz an? Wie fällt er sich dem Pförtner gegenüber? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie derjenige mit Niederrelevanzkategorie Menschen umgeht. Also ist er nur zu denen nett, die wichtig sind für Entscheidungen, dann haben mich eher was Narzisstisches in dem, damit in Unwucht bringen. Ist derjenige einfach menschlich, sieht jede Person. Dann würde ich denjenigen erstmal so ein bisschen warten lassen und dabei beobachten. Also heutzutage ist ja so, dass man sagt, das Unternehmen bewirbt sich beim Mitarbeiter und wir haben Fachkräftemangel und dann wird mit Angst gearbeitet und Angst ist der schlechteste Ratgeber. Also Fachkräftemangel habe ich dann, jetzt bin ich mal ganz frech, wenn ich keine gute Marke habe. Habe ich eine gute Marke, rennen sie mir die Bude ein. So. Stimmt, ja. Das heißt, das Wichtigste für einen Recruiting-Prozess ist nicht, wie sortiere ich Bewerber aus, sondern wie mache ich die Marke sexy. Dann kann ich nämlich hinterher viel aussortieren, weil ich viel, ich sag mal, Angeboten bekomme an Potenzial. So, wenn derjenige jetzt so, ich sag mal, auf der Besuchercouch wartet, dann lasse ich den ein bisschen schmoren. Ich möchte gucken, wie reagiert er darauf, dass er diese Kränkung bekommt. Dann würde ich auch sagen, irgendwie so eine Azubine oder so ein Azubi, der jetzt vielleicht nicht Gottes schönstes Geschöpf ist. Sag ich, pass mal auf, du wäschst dir heute die Haare nicht, die Pickel werden nicht abgedeckt, so ein bisschen das Hemd so ein bisschen aus der Buchse, so ein bisschen abgeraffelt und dann kommst du hin und fragst mal nach dem Kaffee. Und ich sag mal, vor allem in diesem Bruch, also das kennen, glaube ich, alle aus dem Kino. Ja. Du bist im Kino und dann siehst du diese schönen Körper, like ice in the sunshine, denkst dir, oh, jetzt ein Eis, wie geil, tolle Stimmung. Dann geht das Licht an, dann kommt irgendwie quasi Modo rein. Will doch jemand Eis? Genau, so ein Bruch. Und in dieser Sekunde, wo der ganze Situation kippt, möchte ich das Gesicht sehen, weil das sagt mir, mit welch Geisteskind ich das habe. Also sehe ich jemanden, der sagt, was? Ja. Dann ist jemand bei sich. Sehe ich jemanden, der Verachtung hat, dann will ich sowas nicht, weil ich bekomme dann eine sehr wichtige Information über die Einstellung der Person zu Schwierigkeiten, zu Personen, die vielleicht nicht hübsch sind, die vielleicht nicht bedeutsam sind. Und auch wenn man immer sagt, Macht verdirbt den Charakter, das ist nicht der Fall. Macht zeigt den Charakter. Mhm. Also konstruiere ich Situationen, die den Charakter zeigen. So. Mhm. So, dann kriegt er seinen Kaffee, auch gerne gezielt, ein bisschen verschüttet auf die Untertasse. Ich möchte wissen, wie jemand auf sowas reagiert. Und die meisten würden sagen, um Gottes Willen, wir stellen uns dann nicht gut dar, wo ich denke, ja genau, darum geht's. Wenn derjenige das eigentlich gar nicht mehr will, wie viel kriege ich dann überhaupt noch an Professionalität? So, dann hole ich denjenigen rein und dann gestalte ich die Situation auch so ein bisschen
unstrukturiert. Was ich möchte, ist, dass derjenige wieder runterkommt, dass derjenige eine Chance hat, mich kennenzulernen, sich sicher fühlt. Weil was ich möchte, ist, dass ich einen Blick für die sogenannte Basislinie bekomme. So nennen wir das im Profiling, Basislinie. Das ist das, wie du dich verhältst, wenn du dich wohlfühlst. Also wenn du mit deinen Kumpels unterwegs bist, hast einen guten, entspannten Tag. Und das beobachten wir, um zu gucken, wie bist du normalerweise, wenn du dich wohlfühlst. Und dann setzen wir Stresstrigger, dann kriegen wir die Stresslinie. Und dazwischen ist deine Bewegungsamplitude. Und dann erst kann ich ermitteln, ob du einen Stress bekommst und in Richtung Lüge gehst, sonst nicht. Mhm. Also Beispiel. Siehst du mit den Händen, ich quassel viel, ich bewege mich viel, ich bin eine Schnelle. Im Stress werde ich langsam, nicht schnell. Andere, die langsam sind, werden im Stress schnell. Du kannst nicht ermessen, ob ich Stress habe, wenn du mich nicht im Ruhezustand kennst. Also wichtig ist mir, die Leute in den Ruhezustand zu bringen, eine Wohlfühlatmosphäre schaffen und nicht sofort mit Stress fragen und die Leute bombardieren. Nee, das ist Quatsch. In meiner Wahrnehmung. So. Das, was ich wahrnehme, ist, wenn Leute sagen, ja, ich habe tolle Erfahrungen damit gemacht. Naja, du hast Erfahrungen damit gemacht, dass es was bringt, dass du was kriegst, aber du weißt nicht, was abtropft. Das ist wie im Recruiting, finde ich, wie im Verkauf. Du siehst nicht, wer abtropft. Du siehst nur, wer rankommt. Und das ist eine Realität im Sinne von Objektivität. Das ist deine subjektive Realität. Aber du siehst nicht den ganzen Markt. Und von daher, auch wenn man sagt, man hat damit gute Erfahrungen gemacht, auf jeden Fall im Werkzeugkasten behalten, aber immer wieder was Neues ausprobieren, um zu gucken, ob man diesen Werkzeugkasten nicht erweitern kann. Das fände ich sehr wichtig. Jetzt stellt sich für mich die Frage, wenn man, du beschäftigst dich jetzt schon sehr lange mit diesem Thema Profiling und so, wie beeinflusst sowas eigentlich den Alltag bei dir selber? Du gehst schon in den Gemüsemarkt, fragst ja, habt ihr noch Bananen? Und die sagt, nein. Siehst du das schon? Lügt sie nur oder hat sie vielleicht doch noch welche im Lager hinten? Hatte ich nur zu voll zum sie holen? Bist du wie wir jetzt Keller schon unterwegs? Ja, also ich sag mal, es gibt ja so Serien wie Lie to Me, wo man schon auch wirklich toll erklärt bekommt, wo man diese Stress, also Lügentrigger erkennen kann. Und ich glaube, das können wir auch alle, wenn wir uns nichts vormachen, dass wir sehen, einer hat jetzt einfach keinen Bock, die zwei Schritte zu gehen. Mhm. Ne? Ich denke, dass ich deutlich mehr sehe vielleicht als der Laie, der nicht drauf geschult ist. Das ist aber bei jedem Beruf so. Also der Friseur sieht auch, ob die Frisur zwei Wochen drüber ist. Deswegen holt er nicht die Schere raus im Supermarkt und sagt, hören Sie mal, das geht so nicht, ich gehe da jetzt mal gerade bei. Ja. Und du nimmst das wahr, du registrierst das und ich glaube, das geht allen so, je länger du in dem Job arbeitest, desto mehr kannst du es auch einfach laufen lassen. Ich würde sagen, mein Vorteil ist, dass ich vielleicht auch Schwierigkeiten eher in ihrem Ausmaß erkenne und darauf reagiere. Also was ich schon mitbekomme, ist, dass einige sagen, ach Susanne, jetzt bist du paranoid, jetzt übertreib mal nicht. Und dann ein halbes oder dreiviertel Jahr später sagen sie, ey, wie hast du das sehen können? Kann ich manchmal gar nicht sagen. Das ist so eine Art Expertenintuition. Es gibt bestimmte Verhaltensmuster, die sprechen für etwas. Und wenn diese Tells zusammenkommen, dann schlagen bei mir Alarmglocken einfach an. Und dann fange ich an, ich sage mal, bewusst und aktiv und gezielt zu analysieren. So. Okay. Aber ansonsten lasse ich das erstmal wie so ein Film vor mir herlaufen. Okay, was sagst du jetzt so zu, manche sagen ja, ja Notlügen sind erlaubt, also hat es geschmeckt? Ja, hat geschmeckt. Wir lügen ja den ganzen Tag irgendwo. Ja, mit den Lügen, das ist so eine Sache. Also ich erlebe, dass das unendlich zunimmt mit den Lügen, auch um Konkurrenz aus dem Markt zu fegen, um sich etwas zu ergattern. Wenn ich jetzt irgendwo eingeladen bin und jemand hat sich sehr viel Mühe gemacht und ich bringe es halt gerade nur durch den Hals, dann würde ich schon sagen, passt schon. Also ich würde es jetzt nicht über einen grünen Klee loben, aber ich würde auch nicht sagen, ist das Widerlichste, was ich je essen müsste. Das wäre dann ein bisschen arg. Also es gibt ja diese Frage, soll ich nett sein oder soll ich lügen? Ich glaube, im Miteinander, wenn es, ich sag mal, nicht drauf ankommt, würde ich sagen, ist es ein bisschen sozialer Kit, den wir da bringen. Aber du beziehst dich ja auf eine Bewerbungssituation. Und wenn jemand da lügt, Lücken völlig anders darstellt, dann habe ich meine Mühe damit. Also ich finde es völlig in Ordnung, wenn jemand sich gut darstellt. Das kann man auch gut erkennen. Das ist auch keine Vorteilsnahme anderen gegenüber, die das nicht gut können. Weil da kriegst du ja einen Blick für und entsprechend sortierst du es ein. Aber wenn jetzt jemand wirklich lügt, wir hatten mal eine Situation, da sind vom Herrn, weil der Senior sagte, komisches Bauchgefühl,
Und was jemand als Sabbatical verkauft hat, war die Zeit hinter schwedischen Gardinen. Das ist dann ein bisschen sehr euphemistisch, ne, wo ich sagen muss, nee, das passt jetzt nicht mehr unter Marketing. Weil bei diesen Prozessen, wenn ich jetzt sage, ich habe so einen Recruiting-Prozess und ich nehme jetzt einen Mensch wahr, kann ich jetzt auf einzelne Merkmale auch achten oder muss ich wirklich das Gesamte anschauen? Weil viele sagen immer, ja, wenn jetzt jemand so da sitzt, ist ja das interessiert, aber es kann ja sein, dass es einfach nur bequem findet in dem Moment. Muss ich da schon auf eine Anreihung von Verkettungen achten bei einem Menschen oder kann ich gleich sagen, zack, jetzt habe ich ihn, das war eine Lüge? Oder brauche ich eine Kette an Lügen? Eine Kette, eine Kette, nee, eine Beweiskette, keine Lügenkette. Also, ich sage immer Vorsicht vor Küchenpsychologie. Also, wenn jemand so verschränkt da sitzt, kann es auch sein, dass es einfach rattenkalt ist. Ja? Es kann sein, dass da keine Armlehnen sind und derjenige irgendwie seit 3 Stunden da sitzt und sagt, ich muss jetzt einfach mal was anderes machen. Das heißt, die Arme allein sind es nicht. Aber wie spricht der Blick jetzt? Also, ist der interessiert? So, oder ist der, ja, wenn derjenige spricht, ist eine Lefze nach oben, das ist in jeder Kultur Verachtung, oder ist derjenige offen? Und deswegen hast du immer sozusagen eine Kette an Tells, weil eins allein reicht nie. Das hat was von Küchenpsychologie. Du brauchst mehrere, die sozusagen in die Richtung deuten. Wenn jemand beispielsweise die Arme verschränkt und so nach hinten geht und sagt, na, lass mal kommen, das ist eine deutliche Aussage, dass du arbeiten sollst und nicht derjenige. Und ich würde sagen, dann hat er die Situation nicht verstanden. Und wenn ich die Situation erst erklären muss, dann habe ich nicht High Potentials. So, das ist ein Machtkampf dann. Und was mich wundert, ist, dass viele so unglaublich immer auf diese Fähigkeiten fokussieren. Natürlich kaufe ich die ein, bestimmte Fähigkeiten. Vorrangig aber kaufe ich eine Einstellung ein. Eine Einstellung, sich einzulassen, mit im Team zu arbeiten, jetzt sich nicht zu schade zu sein für bestimmte Dinge. Weil Fähigkeiten oder Kompetenzen kann ich ja trainieren. Viel besser als Einstellung. Und von daher würde ich eher sagen, fokussiert bitte mal die Einstellung. Das sind die weichen Faktoren, die über die Körpersprache, die Mimik, die Modulation, wenn ihr Fragen stellt, wie reagiert derjenige, die bekommt ihr von dort und nicht die sogenannten Hard Facts. Klar, wenn einer nicht lesen, schreiben, rechnen kann und soll ein Controller sein, das geht nicht auf. Aber mir sind nicht die Abschlüsse wichtig, sondern die Einstellungen. Das ist wichtig. Das habe ich sowieso schon öfters gehört, eben, dass die Fähigkeit, das nutzt nichts, wenn ich früher schon ein Studium gemacht habe, das hat dich dann bis zur Rente gebracht, sondern es kann ja sein, dass du jetzt was lernst, was in 2 Jahren überhaupt nicht mehr gefragt ist. Dann hast du zwar das Wissen, aber es bringt dir nicht weiter. Und da geht es um die Einstellung, okay, wie kann ich jetzt das Wissen, das jetzt nötig ist, schnell aneignen und auch umsetzen? Also stimmt die Einstellung vom Mitarbeiter? Also das nehme ich schon wahr, dass es so stark in die Richtung jetzt auch geht, dass man einfach on demand lernt und nicht mehr ja, jetzt und dann reicht es bis zur Pension. Ja, und an den Hochschulen ist immer die Frage, ob sie dort das beigebracht bekommen, was in dem Unternehmen, wo sie hin sollen, auch gebraucht wird. Genau. Also das ist ja eher so ein Überblick, so eine Art in die Richtung denken zu können. Und dann kommt aber das Konkrete und können sie das? Da müssen sie sich drauf einlassen. Wenn sie meinen, sie haben alles drauf, dann haben wir ein Problem. Jetzt stell dir mal vor, jetzt habe ich ein Team von, sagen, 5 bis 10 Mitarbeitern und jetzt merke ich, da stimmt was nicht im Team. Ich habe da vielleicht du sagst es immer so schön, ein Psychopath oder ein Depp oder, ja, oder sagen wir sogar ein Narzisst. Wie ist für dich da die Unterscheidung jetzt? Psychopath, Narzisst, ist das dasselbe oder ist da ein Unterschied? Das ist ein Riesenunterschied. Vielleicht vorweg in den Medien bekommen wir oft, wenn immer jemand, ich sag mal, im Sozialverhalten sonderbar ist, gesagt, das ist ein Psychopath. Das ist eine Falschetikettierung. Psychopathen sind diagnostisch sehr eindeutig definiert. Und ich sage immer so frech, die schlüpfen so und sind falsch verdrahtet. Also das sind Menschen ohne den Draht hin zur Menschlichkeit. Das heißt, dass sie die emotionalen Facetten nicht spüren. Das heißt, sie können Gefühle beobachten, sie können auch deine Gefühle lesen, aber haben selbst keine. Das heißt, du hast mit Leuten zu tun, denen ist es emotional völlig egal, wie es dir geht, ob man sich an Regeln hält, wie es anderen geht, ob sie Unfug treiben oder nicht. Und darum empfinde ich Psychopathen als die gefährlichsten für Unternehmen,
weil sie wie freie Radikale erstmal mit ihrer eigenen Agenda unterwegs sind und kein schlechtes Gewissen haben, was ja ein emotionaler Faktor ist. Und weil sie nicht nur kein schlechtes Gewissen, sondern auch keine Angst kennen, weil sie ja keine Emotionalität haben, sind sie nicht sanktionierbar. Also wenn ich nur mit Belohnungen arbeite, wird irgendwann jemand kommen mit einer besseren Belohnung. Oder irgendwann ist die Belohnung nicht mehr toll. Das ist jetzt wie vor Weihnachten, wenn du x Dominosteine gegessen hast, braucht dir derjenige mit dem 30. nicht mehr zu kommen. Ja, stimmt. Ja? Da helfen dann auch nicht 50 Dominosteine. Derjenige ist einfach satt. Und das ist das Problem, was man mit Psychopathen bekommen kann. Es sind Hochperformer, aber immer für die eigene Agenda. Und die Frage ist, wie lange geht das gut? Und geh mal davon aus, dass du sie nicht steuern kannst, realistisch. Ein Narzisst dagegen ist hochgradig nervig. Ja? Die sind nicht so geboren. Die entstehen leider. Die Faustregel bei den Therapeuten ist, dass sie sagen, Narzissmus entsteht, wenn in den ersten Wochen der Glanz im Auge der Mutter fehlt. Das heißt, das Kind wird nicht als Kind, als Wesen, sozusagen als meine Liebe angenommen, sondern als Accessoire, wie eine schöne Handtasche. Guck mal hier, es wird vorgezeigt. Und wenn dann keiner zum Gucken ist, geht es ins Regal, also ins Kinderzimmer. Und das macht was mit Menschen, wenn man nicht in die Seele blickt, sondern nur auf die Fassade. Entsprechend sind sie nur noch Fassade, weil sie ihre eigene Seele nicht gefunden haben. Die kann man auch sehr gut und schnell detektieren. Man hat eine hohe Ich-Dichte im Gespräch. Aber sie kommen auch mit ihren Gefühlen nur bis zur Nasenspitze. Das heißt, wenn du ihnen was wegnimmst, was ihnen wichtig ist, haben sie Reue, werden ganz klein. Aber sobald sie es wieder haben, springen sie in das alte System zurück. Was damit zu tun hat, dass man sagt, das ist eine Störung, eine Persönlichkeitsstörung. Da hat jemand eine Unwucht im System. Und es braucht sehr, sehr viel enge Führung, dass derjenige zu sich findet. Also Narzissten bringen unsere Wirtschaft an Gang. Wenn du eine erfahrene, starke Führungskraft hast, kannst du die richtig gut führen. Aber sie sind anstrengend. Ja, der Umgang ist auch ziemlich schwierig mit denen, weil auch sehr ich-bezogen, also die schauen natürlich auch immer, was habe ich davon? Und man kennt es, meistens sind auch Narzissten Hochperformer. Ich habe halt auch mal die Erfahrung gemacht, die kommen sehr hoch rein, Zwischenzeugnis 1, Endzeugnis 5. Weil irgendwann bricht das System zusammen, oftmals von einem Narzissten. Aber ich habe dann nochmal gehört, stimmt das, würdest du dir zustimmen, dass für einen Narzissten fast keine Heilung besteht, also dass das fast nicht therapierbar ist oder sehr, sehr schwer? Ja und nein, Moment. Wir haben in der Psychologie Störungen und Krankheiten. Der Narzissmus ist eine Störung. Das bedeutet, jemand hat in den sehr, sehr frühen Jahren ein Trauma bekommen und wächst dann wie Spalierobst um diesen Schmerz herum. Und dieses Drumherumwachsen, das kannst du nicht wieder gerade ziehen. Ja. Dann gibt es psychische Krankheiten wie Depressionen. Die Krankheit kannst du heilen, die Störung kannst du managen. Das heißt, dass das Ausmaß der Störung, meinetwegen beim Narzissten, muss auf Seiten der Führungskraft, die darüber ist, das Ausmaß der Standfestigkeit sein. Also sprich, der den Narzissten führt, muss viel stabiler sein, als der Narzisst einen an der Waffel hat. Und man kann es nicht heilen, man kann die aber managen und locken. Also die Störung ist ja, in Anführungsstrichen, ich, wie ich bin nicht genug, ich will mehr. Damit kannst du arbeiten. Also wenn jetzt so ein Narzisst typischerweise mit so seinen Hoch- und Niederrelevanzkategorien kommt, so das Putzpersonal, die aus der Verwaltung, dann muss von oben die Führungskraft nur ganz leise droppen, aha, dass Ihnen das passiert, mit Ihrer Reputation hätte ich nicht gedacht. Und Abgang. Das führt den Narzissten sofort so, nee, das darf mir nicht passieren, mit Menschen so umzugehen. Der macht es nicht, weil die Menschen liebt. Aber derjenige würde sich, ich sag mal, gut benehmen, wenn man ihn ordentlich dressiert. Lass es mich so sagen. Und von daher kann man Narzissten gut führen, muss wissen, aber was ist die Störung und wie baue ich die im Management so ein, dass sie eben das Umfeld nicht stört. Und ich brauche einen sehr starken Manager darüber. Glaubst du jetzt, dass einfach, weil das Psychopathen oder Narzissten mittlerweile Hochkonjunktur haben, dass es zugenommen hat in letzter Zeit? Nee. War das immer schon in derselben Ausprägung oder sind die sozialen Medien auch irgendwie verantwortlich dafür, dass sich das gestärkt zeigt?
Wir haben, also es sind nicht mehr geworden, da gibt es viel Statistik dazu. Ich glaube, da kann man sich schon drauf berufen. Was ich feststelle, ist, wir haben so eine Art narzisstisches Zeitalter und wir lassen denen so viel durchgehen. Plus, was ich aktuell wahrnehme, ist, Professor Harari spricht ja davon, dass Homo sapiens von Homo Deus abgelöst wird, was auch stimmt. Und man hat dann die Idee, dass der Sapiens, also sozusagen das Auslaufmodell, an Einstellung, ne? Das ist keine genetische Frage oder so, das ist eine Einstellungsfrage. Also das Auslaufmodell, das Denken aus dem letzten Jahrtausend, würde dann auch nicht ans Internet kommen. Das Problem ist nur, wenn du Leute hast, die noch in alten Kampfmodi-Hirnen, die ans Internet kommen, dass die das dann auch missbrauchen. Also wenn wir uns zum Beispiel anschauen, was einige ideologische Gruppen mit Wikipedia angerichtet haben mittlerweile, das ist unglaublich. Also da war, glaube ich, am 20. Oktober auch in den USA kam Helen Boyeski raus mit ihrer Untersuchung Rotten to the Core. Also es ist eine kleine Gruppe von 1%, die 77% des Inhaltes von Wikipedia schreiben, und zwar ideologisch. Wann immer es um Big Money, Big Pharma, Big Politics geht, wird das ideologisch ja, sortiert und eingenordet. Wir haben da also kein neutrales Lexikon, sondern eine Meinungsideologie. Und wenn jetzt viele Leute meinen, ah, ich habe dort ein neutrales Instrument, dann werden die natürlich auf eine falsche Gesinnung gelockt. Und das ist das Problem, was wir aktuell haben. Es ist keinesfalls so, dass die altes Denken haben, nicht mit neuen Medien zurechtkämen. Im Gegenteil, die nutzen die, um alles wieder in dieses alte Denken zurückzurücken. Und das erleben wir ja auch in diesem Zerschlagen demokratischer Prozesse, dass diese Gesinnungsideologie gar nicht mehr möglich macht, demokratisch zu denken, also vielfältig. Das ist spannend. Jetzt geht das, dass man Gruppen, die Wikipedia im völlig Grunde auch so. auseinanderlaufen. Ja, also jetzt geht das, dass man Wikipedia so in Wikipedia. Frage stellen sollte auch in dem Fall. Also ich glaube, alle, die wir studiert haben, haben wir gelernt, Wikipedia ist keine Quelle, die man nutzen darf. Sonst hat man sofort, kriegt man sofort die Arbeit zerrissen. Und typischerweise gucken wir alle da, das ist die fünftmeistgeklickte Seite. Und sie wird vorrangig benutzt, um Themen, die politisch sind, die Pharma sind, also Medizin, geopolitisch sind oder teilweise auch Zeitzeugen, ideologisch auch zu diffamieren. Was eigentlich nicht gehen dürfte, was aber von der Struktur der Wikipedia von Anbeginn so ist. Also das Problem hat wohl angefangen in 2007. Es gibt eine wunderbare Untersuchung von der Purdue University aus den USA. Und dasselbe Phänomen sehen wir auch im Dachraum, wenn es nicht sogar global ist, weil es ein Strukturproblem ist bei Wikipedia. Jetzt, wenn ich da bei dir auf das Plakat schaue, Führung 007 statt 0815, jetzt würde ich gerne mal zu dir kommen, du hast eine eigene Akademie. Ja. Was macht die Akademie und was kann man da lernen? Ich bin vorrangig Aufklärerin als Profiler. Das heißt, ich zeige, mit welchen Mechanismen Delinquenten durch die Gegend laufen, wie man das erkennt und wie man sich davor schützt. Nicht im Sinne von so einem Schutzwall aufbauen, sondern wie arbeite ich mit denen? Deine Frage auch, ja, mit Narzissten, die sind doch total schwierig, wie kann ich die führen? Das ist eine Frage, weil es gibt viele Narzissten, es sind High-Performer, die wollen nach oben. Und wenn ich die auch momentan vielleicht sogar schon geerbt habe als Führungskraft von meinem Vorgänger, muss ich damit umgehen. Das heißt, 007-Führung bedeutet Führung, wenn es hart wird, wenn es drauf ankommt. Also wenn du im Change bist, wenn du eine Krise hast oder mit schwierigen Leuten zu tun hast. Das heißt, ich bringe dort rein all das Wissen, was ich als Profiler aus der Ermittlungsarbeit kenne und was ich aus sozusagen aus der Schnittmenge mit Zugriffskommandos kenne. Wie arbeiten die? Also da, wo jeder Fehler vielleicht Menschenleben kostet. Also im Management ist es so, wenn du einen Fehler machst, ist halt blöd, aber es kostet vielleicht 1 Million. Beim Konzern merkt ihr das noch nicht mal. Ein Mittelständler muss sich schütteln, steht aber wieder auf. Wenn du aber Führung lernst in einem Umfeld, wo es vielleicht dein Leben kosten könnte oder der Person, die du schützen sollst oder deinen Kollegen, denkst du anders. Du trainierst anders und härter, damit genau das nicht passiert. Du arbeitest auch ich sage immer so, du arbeitest binär. Du sagst bei einer Entscheidung nicht, ja, kann man irgendwie, sondern du sagst, es gibt ja und es gibt nein. Und dazwischen gibt es nichts. Weil entweder gehen wir rein in die Situation oder wir gehen nicht rein. Aber wir können nicht auf der Straße rumeiern, die Waffen nicht im Anschlag, weil dann kriegen wir die Kugeln von der Gegnerseite um die Ohren geknallt. Und das ist es, was ich trainiere. Und
ich sage mal, aus meinen 25 Jahren Führungserfahrung kann ich sagen, ich habe die Führungsfragen immer dann, wenn der Seminarleiter gerade nicht da ist. Darum ist alles online und alles Lifelong Membership, sodass die Teilnehmer immer wieder alles abrufen können. Das heißt, wenn du meinetwegen im letzten Jahr reingekommen bist, hast du in 10 Jahren auch noch alles verfügbar, auch alles, was neu kommt. Du kannst zu jeder Zeit die Videos abrufen oder deine Coaching-Tickets lösen oder. Also das, und wir bilden aus. Ihr bildet selber aus? Wir bilden Profiler aus, genau. Und wie funktioniert das? Wie lange dauert das? Ich sag mal, das sind 2 Jahre. Okay. 2 Jahre Druckbetankung. In denen wir letztendlich von wie ermittle ich, wie detektiere ich, wie gehe ich investigativ vor, wie führe ich, auch Ermittlung ist ja immer eine Teamarbeit, da ist Führung ein ganz wichtiges Thema. Vorrangig aber, wie komme ich an die Informationen und vor allem, wie lese ich Informationen aus, also einen Tatort aus. Das ist ganz wichtig und ganz spannend, weil viele Datenschützer haben dann immer so, oh, Profiler, die machen alle ganz illegales Zeug und das dürfen die nicht und das dürfen die nicht. Und das hätten sie alles ganz gerne. Aber die wenigsten haben eine Vorstellung davon, wie viel Material wir brauchen, um zuverlässig auslesen zu können. Also man sagt zum Beispiel in den Nachrichtendiensten, 90% der Aufklärung sind öffentliche Aufklärung. Das, was auf den Webseiten steht, was in den Medien ist. Und nur 10% Aufklärung braucht man jemanden wirklich rein. Also einzuschleusen, einzusickern oder was auch immer. Und beim Profiling ist es so, mindestens 90% sind öffentliche Aufklärung, aber ich muss lesen können. Also wenn ich nicht weiß, wie welches System sortiert ist, kann ich es nicht auslesen. Es ist wie beim Wissenschaftler. Wenn er das Design der Studien nicht kennt, kann er die Daten nicht auslesen, weil er sagt, wenn ich die Fragen nicht kenne, brauche ich die Antworten nicht zu haben, weil sie sagen mir nichts. Das stimmt, ja. Okay. Das ist hochspannend. Also ich denke mal, für Führungskraft sicherlich sinnvoll. Und auf jeden, der sonst schon interessiert ist an diesem Thema. Ist hochspannend, ja. Susanne, ich habe jetzt noch Abschlussfragen an dich. Gerne. Kurze Frage-Antwort-Runde. Zum ganz Abschließen waren hochspannende Sachen dabei. Ich denke mir, dass das wirklich für unsere Zuhörer und Zuseher was dabei ist. Meine, für mich war auf jeden Fall was dabei. Jetzt machen wir einen Blick in die Glaskugel. Wo steht die Susanne in 5 Jahren? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also nein, viele sagen, man muss doch Ziele haben und dies und das. Und das hört sich jetzt irgendwie ganz schräg an. Mhm. Ich habe mir immer auch oft Ziele gesetzt und wir sind da nie angekommen, weil wir immer weitergekommen sind. Also ich bin so eine, die eher eine Richtung hat. Ich laufe nicht auf ein Ziel zu, nach dem Motto, da laufen wir hin, sondern ich habe einen Beweggrund, warum laufen wir überhaupt los? Und dann ergeben sich unglaublich viele Dinge. Also zum Beispiel hat sich in diesem Jahr ergeben, dass ich für das nächste Jahr eine Bühnenshow bekomme. Also wie so eine Comedian, aber halt als Live-Ermittlung. Man live ermittelt und was wichtig ist in dieser Zeit, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Und ich halte zwar viele Vorträge, aber das ist was, das habe ich nicht als Ziel gehabt oder geplant. Mhm. Ich nutze die Möglichkeit aber sehr, sehr gerne, weil ich die Aufklärung so wichtig finde. Weil ich sag mal, mündige und starke Bürger gestalten die Situation so, wie ich sag mal, die Bevölkerung das braucht. Und nicht wie einige wenige Privilegierte das gerne hätten. Ja, okay. Von daher, I don't know. Eine Frage, da hätte jetzt eine Personengruppe, glaube ich, sehr zu kämpfen. Was haben jetzt andere davon, dass es dich gibt? Die miese Machenschaften machen, haben mehr Stress durch mich. Und die sauber arbeiten, die einfach nur ihr Leben leben wollen, also mit Leichtigkeit, Liebe und Leistungsbereitschaft, die haben Aufklärung und damit, ich sag mal, Wissen, was nicht als Herrschaftswissen isoliert sein soll, sondern was sie befähigt, sich zu schützen und vor allem ihre Ziele zu erreichen. Mhm. Cool, ja. Und letzte Frage, jetzt welchen Preis oder welches Opfer hast du gebracht, dass du jetzt da stehst, wo du jetzt bist? Jetzt war ich war auf deiner Homepage, der Werdegang ist ja der Wahnsinn, also was da für Ausbildungen und so weiter du gemacht hast, gehört das auch dazu? Das gehört auf jeden Fall dazu und deswegen möchte ich jedem zurufen, mach bloß was dir Spaß macht. Mhm. Ich bin jetzt wirklich nicht so eine Yoga-Generation, nach dem Motto, ha, ich habe jetzt aber, jetzt muss ich mit meinem Hund spazieren gehen und ha, jetzt muss ich mich nochmal irgendwie verbiegen, sonst fühle ich mich nicht. Aber ich habe immer
meine Lust gehabt, zu erkennen, wie ticken Menschen. Das war irgendwie immer schon so, als ich auch ganz klein war. Und darum auch diese Ausbildung, das wollte ich einfach wissen. Das hat mir Spaß gemacht. Da bin ich nicht hin, weil ich dachte, okay, das musste und das musste. Sondern ich war eher da und dachte, oh Gott, kann ich nicht alles gleichzeitig? Womit fange ich an? Wie priorisiere ich? Und ich sag mal, der Preis, den ich vielleicht gezahlt habe, ist natürlich viel, viel Arbeit. Also auch wenn es Spaß macht, ist es viel. Darum ist es wichtig, dass es Spaß macht. Viel Neider, definitiv. Also sobald du halt nicht mehr in der grauen Masse bist, kommen die, die das stört und treten dir in den Rücken. Man sagt ja so schön, Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich erarbeiten. Und eine Kollegin, die sagt immer so schön, Neid ist die Mehrwertsteuer des Erfolges. Und wenn du es so siehst, dann kannst du das ganz gut haben, weil wenn du, ich will jetzt gar nicht sagen höher kommst, sondern einfach in die Bereiche, die dich auch interessieren, lernst du auch unglaublich spannende Menschen kennen. Und die überwiegen auf jeden Fall. Also ich würde mal sagen, meinen Erfolg habe ich erlernt und erlitten gleichermaßen, wie auch erarbeitet. Ja, gut, man könnte es ja so sagen, dass man, solange man noch keine Neide hat, ist man vermutlich auch noch nicht groß genug, nicht? Oder halt noch nicht klar positioniert. Das gehört dazu, also Das ist einfach. Sag's mal so, du hattest gesagt, Mensch, ach, die mit den Haaren, mit den schwarzen Haaren und dem Pony und den roten Lippen. Ich weiß noch, wie mein Pressesprecher sagte, Susanne, überleg dir das gut mit der Marke. Marke bedeutet Feinde. Es geht nicht anders. Und ich habe gesagt, ich bin ja so eine Krawallbraut, was man war. Wer aber sagt für sich, ich will eigentlich immer, dass ich in Frieden lebe und ich weine schon, wenn jemand meinen Facebook-Post nicht liked, dann nicht zur Marke werden. Stimmt, ja. Weil es die Marke muss polarisieren, die muss Ecken und Kanten haben, die braucht eine klare Aussage und das zieht automatisch Neider hervor, die typischerweise für sich selbst nicht viel geschafft haben, aber wissen, dass wenn ich den anderen zerstöre, habe ich schon mal wieder gleich mehr Ruhe drin. Ja, aber es geht ja auch nicht darum, es jedem recht zu machen, also. Das wäre das Neueste. Das wäre... Das ist ja unmöglich. Ja, liebe Susanne, vielen Dank für das Gespräch. Das war echt sehr nett und sehr informativ. Wenn man jetzt mit dir Kontakt aufnehmen möchte, was wären so die besten Kanäle? Facebook hast du erwähnt. Wo kann man dir noch folgen? Instagram? Instagram, auf jeden Fall YouTube. Facebook. Wenn man Fragen hat, gerne PN oder einfach über die Website flohfallersusanne.com. Von daher würde ich sagen, wenn ihr Fragen habt, her damit, ich beantworte sie reaktionsverzögert, weil ich in Ermittlungen stecke, aber ich beantworte sie sehr, sehr gerne. Das machen wir alles unten rein, dass die Leute auch mit dir Kontakt aufnehmen können. Super. Wenn sie Fragen haben. Gerne. Vielen Dank, Susanne. Ich danke dir und weiterhin viel Spaß beim Erfolg. Vielen Dank, ja.